Einen schönen Sonntagabend zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen Sturm Graz. Didi, wie üblich, darf ich dich bitte gleich zu Beginn um ein Fazit bitten. Nein, ich denke mal, wenn man abgesehen vom Resultat, was im Fußball das Wichtigste ist, wenn man die Spiele gesehen hat, glaube ich, dass da zwei Mannschaften am Werk waren, die wirklich den Zuschauern ein wirklich tolles Spiel gezeigt haben. Also es ist hin und her gegangen. Leider war der Manu beim Tor, was natürlich geholfen hätte, ein bisschen vorne. Ich glaube, dass wirklich auf beiden Seiten das ein rassiges Spiel war, auf einem hohen Niveau. Und haben da leider beim 1-0 haben wir das vielleicht nicht gut gemacht, aber andererseits ist das im Moment vielleicht das, was uns fehlt. Und haben dann nach der Pause eigentlich die allerbeste Phase gehabt, würde ich sagen. Also da war Sturm dann wirklich nur um Verteidigen und hätten da eigentlich den Ausgangstreffer machen müssen. Ist uns nicht geglückt und wie es so im Fußball kommt, ist es einfach so, dass der Sturm einfach in die, mit dem Standard, der was sehr auszeichnend, das 2 macht und dann war es so, dass wir natürlich noch versucht haben, aber dann war irgendwo klar, dass das Spiel nicht mehr zu unseren Gunsten ausgehen kann und deshalb hat man heute, glaube ich, ein wirklich gutes Spiel gesehen von zwei Mannschaften, wo die eine auf Platz 2 steht und die andere im Moment auf Platz 11, aber leistungstechnisch würde ich sagen, war es nicht so erkennbar und deshalb tut es mir leid für die Mannschaft, weil sie haben wirklich jetzt intensive Wochen gehabt und trotzdem hat man heute auch nicht gesehen, dass sie in Wahrheit nicht frisch gewesen wären. Also sie haben genau gewusst, dass das ein wichtiges Spiel ist, dass sie zeigen wollen, dass sie nicht nur eine Mentalität haben, die haben sie heute für mich bewiesen, so blöd es jetzt klingt, aber das Wort Glück ist im Moment vielleicht für uns sehr, sehr weit weg und trotzdem glaube ich an das Team. Ich darf jetzt bitten um ein kurzes Handzeichen, falls es Fragen gibt. Christian Hackl, bitte. Wenn man so ein Spiel sieht, kann man ganz einfach sagen, dass es wirklich nur, warum immer eine Ergebniskrise ist, das Ganze. Ich meine, brauchen wir drüber nicht reden, 8 Punkte in ein Partien. Würdest du das sagen? Oder gibt es dann schon noch ein bisschen mehr? Ja, vielleicht ist das Gefälle ein bisschen zu groß innerhalb der Mannschaft? Ist, was weiß ich, der Kader ist klar, es gibt Verletzte. Also was würdest du noch klar machen? Ich, meine, ich bin da, das war wirklich eine gute Leistung, heute 0-3 steht. Das eine ist, dass das nötige Glück im Moment bei uns vielleicht nicht so oft vorbeifährt, aber das muss man sich arbeiten. Ich glaube, heute haben es die Jungs wirklich versucht, das zu arbeiten. Wir haben es am Mittwoch auch gezeigt, dass wir da drüber kommen wollen. Die andere Sache will ich jetzt gar nicht mehr bereden, weil es einfach so ist, ich kann es jetzt nicht ändern. Also ich habe den am bestehenden Kader, habe möglicherweise oder garantiert nicht den Kader, den Sturm Graz hat, weil ich glaube, dass Sturm Graz wirklich ein guter Mann ist, aber einen großen Kader hat, wo man in Wahrheit einen Spieler einwechseln kann, wobei dazu muss auch der Terner war heute sofort im Spiel drin, also das will ich auch dazu sagen, aber es ist ja der Unterschied, da sind dann Gestandene, kommen da rein und bei uns ist es so, dass Spieler reinkommen und das meine ich nicht abwertend, die muss vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich denke, ich mache mir jetzt nicht um die Mannschaft die Sorgen, weil ich bin überzeugt, dass man da wieder rauskommen wird, weil es reicht ja, wenn man das Einzige sehen kann, es reicht ja wieder ein, zwei Siege, dass du eigentlich wieder über den Strich bist und das wird auch so sein und es wird auch wieder so kommen. Aber die aktuelle Situation ist einfach mit Platz 11, auf die stürzen sie, was logisch ist und dass man 8 Punkte hat, ist auch nicht das Gelbe von mir, ohne Zweifel. Aber ich kann nur sagen, man hat eine Mannschaft gesehen, die intakt ist, ja. Und der es nicht sehen will, ja, sei es drum. Also ich glaube, dass die Burschen heute wirklich siegen wollten und die Zuschauer leider nicht unser Sieger gesehen haben, aber es hätte genauso uns, wir hätten das Spiel genauso gewinnen können. Aber nochmal, da müssen wir rumlamentieren. Es ist einfach so, Sturm macht es gut, hat im Moment das nötige Glück und wir müssen uns das wieder arbeiten. Gibt es noch weitere Fragen? Rainer Bortenschlager, bitte. Ercan Kara, Max Hoffmann, kannst du nur kurz ein Update geben, warum die nicht im Kader waren? Weil der Arzt streng davon abgeraten hat, sie spielen zu lassen, weil beide Überlastungen haben und das habe ich auch schon immer wieder gesagt in meinem Leben und da wird sich nie bei mir was ändern. Wenn das letzte Spiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, man riskiert es, aber in dem Fall ist es so, es ist die 9. Runde
Und wir haben noch viele, viele Spieler vor uns und da war die Verletzungsgefahr riesig groß, dass sie dann für Wochen oder Monate ausfallen. Und ich glaube, Fußball ist mir sehr wichtig, aber ich will nie dann der Buhmann sein oder beziehungsweise der Mensch sein, der an Spielereien einsetzt, wo die Gefahr groß ist, dass er sie für mehrere Wochen oder Monate ausfällt. Warte bitte. Also das ist heute einer der besseren Saisonleistungen und verliert trotzdem sogar 0-3. Ist ja gerade für die Psyche extrem schwer. Wie kommt man da raus, wenn man zuerst West Ham und dann hat man so eine Partie, die natürlich dann letzter gegen vorletzter, wo man eigentlich nur verlieren kann gegen Wartens, dass man nicht so in einen richtigen Strudel reinkommt, auch mental? Und genau das ist es. Also ich glaube, dass die Mannschaft heute gezeigt hat, so blöd das jetzt klingt mit dem 0-3 und ich würde es jetzt nicht schönreden, aber es ist einfach so, es war wirklich, das Spiel hätte genau in die andere Richtung gehen können, aber das Entscheidende ist, und das habe ich auch schon seit Wochen gesagt, so blöd das jetzt klingt, es ist so, dass wir die Dinge analysieren. Leider bringen wir es im Moment nicht drüber, aber wir haben mit Admira begonnen und heute wird man das weiterführen. Leider nicht geglückt, aber es wäre schlimm, wenn wir da Schuldzuweisung machen würden. Wir analysieren es ganz einfach und wenn ich heute den Spieler da hernehme und sage, Junge, du hast vieles falsch gemacht, dann war ich ein schlechter Trainer. Also oder dass ich an irgendwas vorwerfe. Ja, ich glaube, wir sind im Moment eben nicht in der Lage, dass man vielleicht einmal, dass es auf unserer Seite fällt, aber ich glaube, dass sie mental trotz allem gefestigt sind, was man jetzt gesehen hat heute. Und werden wir jetzt gegen Western natürlich wissen, dass wir klar Außenseiter sind und dann das nächste Spiel, das muss ihnen Kraft geben, dass wir mit allen Mannschaften ohne Probleme mithalten können und dass wir auch besser sind wie einige Mannschaften, wenn man jetzt Salzburg rausnimmt, die was einfach über den Dingen steht, aber Sturm ist auf unser Niveau, nur mit dem Unterschied, dass sie weit mehr Punkte haben und das ist das, was das Einzige ist, was mir wehtut, weil die Mannschaft einfach mehr Punkte eigentlich haben müsste, aber ja, das sind Fakten und mit denen müssen wir leben. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn alle Fragen beantwortet sind, dann sagen wir vielen Dank und wünschen allen noch einen schönen Restsonntagabend.